wenn du das filmst, ja? Ich schreibe deinen Kennzeichen und schicke das auf Polizei. Wenn du das am YouTube oder was auch immer. Was geht ab, Raffaelos? Respekt, dass er wieder eingeschaltet hat. Lass du. Was? Was geht ab, Raffaelos? Respekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, irgendwo hier in einem Dorf in Bayern. Und da habe ich zufälligerweise zwischen zwei Kuhfladen ein ganz interessantes Gerät gefunden. Du darfst es mir gerne mal her schmeißen, Bianca. Da waren keine Kuhkakas. Ja, doch, wirst du schon. Und zwar habe ich hier eine. Ich habe Heliumgas gefunden, was man kaufen konnte. Dann dachte ich mir, damit kann man doch ein paar verrückte Sachen machen. Und ihr stellt mir jetzt verrückte Aufgaben. Ist das so? Nein. Klasse. Wundert euch nicht, wenn irgendwelche tiefen Kerben und Narben in meinem Gesicht sind. Ich habe heute das erste Mal versucht, mit einem 1-Euro-Rasierer mich zu rasieren. Hat nicht geklappt. Ich habe noch nie selber Helium-Luftballons gemacht. Ich bin richtig aufgeregt. Ja. Oha, das explodiert gleich. Warning Statement. Keep out of the reach of children. Drehen. So weit, so gut. Da, ey, Alter, was geht denn ab, Alter? Was geht mit deiner Stimme ab? Ich kling wie in so einer Zeichentrickserie. Oh, ist mir schwindelig. Also ich kann damit 30 Luftballons jetzt aufblasen. Ich glaube, ich habe dann meinen Spaß noch die ganze Nacht. Das ist irgendwie falsch. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit einem schönen gediegenen Zungenbrecher. Beginnen wir los mit einem Zungenbrecher. Es lagen zwei zischende Schlangen zwischen zwei spitzen Steinen und zischten dazwischen. Und jetzt los, einatmen. Es lagen zwei zischende Schlangen zwischen zwei spitzen Steinen und zischten dazwischen. Ach komm, als ob. Nee, was? Echt? Ja. Warte mal, zu easy. Da bin ich aber noch ein Level hoch. Da bin ich aber noch ein Upgrade. Alter. Mach mal ein schwieriger. Boah, bei dir hört sich das einfach so crazy an. 10 zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zoo. 10 zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Zum Hans. Darf man schon einatmen? Ich bin schon gesund, oder? Ich will mehr! Zudrehen. Okay, Boss! Leck. Ah! Alles! Schreck mich jetzt noch nicht. Habe ich bestanden, oder? Ja, hast du bestanden. Okay. Okay, Raphael, jetzt musst du dir einen Songtext raussuchen, ja? Und musst den jetzt mal mit Helium vortrellern und deine Genossenschaften. Oh nein, das wird sehr gut. Genossenschaften. Voll geschafft. Muss erraten in den Kommentaren, was du singst. Suche ich irgendeinen Songtext raus, oder was? Ja. Nein, ich will mein Lied aussuchen. Okay, such jetzt aus. Nein, ich hab eins. Du darfst es 2000. Okay. For all the times that you rain on my parade. In all the clubs you'll get in using my name. And you the broke my heart, oh girl, for goodness sake. You'll think I'm crying on my own, we were late. And I didn't want to write the song, cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone. Phone? Okay, das war meine. Und was ist es? Okay, Leute, schreibt in die Kommentare, was das für ein Lied war. Und jetzt darf der Julian mein Lied nennen. Ich wollte dir exakt das nennen. Nein, ja. Ach, hör auf. Du darfst doch nicht den Namen sagen! Scheiße. Zum Glück ist das keine Live-Übertragung. Boah, ich glaube, das Helium macht irgendwas mit dir. Vorsicht! Helium fällt. Habt ihr da noch was für mich? Ich möchte... Warum ist... Ganz heiß um die Ohren. Ich such dir eine Nummer raus und du musst anrufen. Eine schöne Tankstelle habe ich da gefunden. Nimm eine aus irgendeiner Stadt, sag ihm nicht aus welcher Stadt. Ja, ja. Nicht von hier, okay. Liebe Frau. Okay. Bianca. Man bist doch 100 Mal pupsen dürfen. Ja, ja. Ah ja, hier, ne? Wir haben beim Julian auf seinem Kanal auch noch die Bibi getrackt heute Nacht. Schaut's vorbei. Boah, mein Herz bumpert ganz schön schnell bei dieser Aktion. Das ist ja ein aufregendes Ding hier. Ich hab mich verwelkt.
Ich hab zweimal drauf gedrückt und schon verwelkt. Klasse, Raphael! Da wollen alle nicht mit mir reden. Das macht die Sachlage ein bisschen kompliziert. Hallo, wunderschönen guten Tag, hier ist der Rolf. Ich wollte mal fragen, ob man bei Ihnen auch so verbleifrei tanken kann. Bitte nochmal, wiederholen Sie mal. Ich wollte fragen, ob man bei Ihnen auch super bleifrei tanken kann. Da würde ich jetzt mit meinem Bagger vorbeikommen. Kommen Sie vorbei. Können Sie machen, ja. Das ist super zu hören. Wie lange haben Sie denn noch auf? Nein, irgendwann kann ich auf die noch auffahren. Was ist das für ein Kundenservice? Ich wollte mit meinem Bagger da vorbeituckeln. Oh Mann, die sind alle immer so unfreundlich, wenn ich anrufe. Keine Ahnung wieso. Dann kommen wir zum Finale. Ihr habt nämlich schon eine Aufgabe, hab ich gehört. Für mich? Ja, ich möchte auch. Ja. Piep, piep, piep. Ich hab euch alle lieb. Was? Lieber Raphael, ich möchte, dass du zu einem Fast-Food-Drive-In deiner Wahl tuckerst mit deinem Auto und dort mit per Helium eine Bestellung aufgibst. Die aber nicht normal ist, sondern ich möchte, dass du irgendwas Bescheuertes bestellst. Zum Beispiel eine Wassermelone. Bist du bereit, diese Challenge anzunehmen? Ich nehme sie an, ja. Ich fahr jetzt los. So Leute, ich werde es auf jeden Fall mal zu einem McDrive triven und hatte ich schon meinen Gast drin. Das wäre super. Mensch, klasse. Boah, war das schlecht. Das wird super lustig. Ich fahr jetzt los. Wie geht das hier an? Hallo! Bestell irgendwas, was dir gerade einfällt. Irgendwas, was dir gerade einfällt. Und ich hätte gerne eine Rhabarberschorle. Also man kann sicher mit Karte zahlen, weil ich habe kein Bargeld. Ne? Oh nein. Das ist so doppelt peinlich. Scheiße, jetzt ist schon der Schalter. Scheiße. Ja. Raphael. Ich möchte auch das gleich angeben. Wie soll ich das angeben? Ja, ich nimm's dir einfach. Ja. Bereit? Ja. Das ist der Mülleimer. Also. Komplett einatmen. Hallo, du kannst immer einen. Okay, mach einfach. Willkommen bei einer kleinen Bestellung, bitte. Hallo. Hi. Ich hätte gerne einen Hamburger. Ja. Wenn's geht, aber ohne Fleisch und Gürkchen dafür. So, ohne Fleisch und Gürkchen. Nee, nur Fleisch, aber nee, kein Fleisch, aber Gürkchen dafür. So, ganz normal. Hamburger, aber kein Fleisch. Hamburger, aber kein Fleisch. Okay. So, Moment mal. Günther! Ja, dann machen wir so. Okay? Haben Sie auch Erbsen? Wie oft die Fleisch haben? Erbsen! Ich glaube nicht, nein. Okay. Gut. Spaghetti? Auch nicht. Nein. Super, ich bedanke mich. Ein Cappuccino wäre noch super dazu. Wie bitte? Ein Cappuccino. Kleines Cappuccino? Medium. Medium Cappuccino, jawohl. Man sieht sich auf der anderen Seite. Zweites Schalter bitte. Danke. Ich will aussteigen. Ich will da nicht hin. Ich wollte es noch. Hallo? Hamburger ohne Fleisch. Ja. Genau. Danke. Aber alle anderen Zutaten sollen drin bleiben. Ja. Gurken, Senf und so weiter. Zwiebeln, okay. Ja, haben wir 330. Super. Das ist mir unangenehm, Alter. Das geredet wie eine Ente. Ich muss es eigentlich wieder einatmen und hupen und ich bin schwer. Ja, ich hab keins mehr. Du hast alles weggeatmet. Wenn du das filmst, ja? Ich schreibe deinen Kennzeichen und schick das auf Polizei. Wenn du das am YouTube oder was auch immer. Das ist für WhatsApp-Gruppe. Mir ist es egal, das darfst du nicht machen. Ja, ja. Ich sag dir nur Bescheid. Nein, das ist Spaß unter Freunden, keine Sorge. Wie bitte? Das ist Spaß unter Freunden, keine Sorge. Okay, brauchst du Zucker? Nee. Nee? Okay, einmal kurz vorpacken, da kurz, okay? Ja, okay. Gut. Ja. Kriegt der Raphael erstmal eine Anzeige. Weil der mit noch einen Kaffee. Ein Hamburger ohne Fleisch, Alter. Was ist daran illegal? Der mit Helium durch den McDrive fährt, kriegt erstmal eine Anzeige. Soll ich vorparken? Der hat meinen Hamburger nicht gegeben. Ich kack ab.
Mein Hamburger. Ja, der kommt ja gleich. Fehlt noch? Ja. Super, danke schön. Schönen Abend noch. Ciao. Hab sie lieb. Das war peinlich. Das war peinlich. Nein! Geh aus! Ah, weg hier. Ich bedanke mich ganz herzlich. Nein. Hab ich nicht gemacht. Puh. Das war doch eine Gaudi. Hey, dann machen wir einmal einen Spaß. Und dann wird man gleich von Leuten angezeigt. Was ist das denn für eine Gesellschaft? Ich habe ja auf jeden Fall meinen Burger ergattert. Ich habe irgendwie einen Verdacht, dass er darauf gepopelt hat. Das ist einfach nur ein Brötchen. Alter, das ist einfach nur eine Gurke. Was? Aber wie viel hat das gekostet? Genauso wie die normale? Ja. Hätte er wenigstens zwei Gurken drauf tun können. Was ist das für ein Service? Vor allem, da hast du normal immer eine Gurke drauf. Ne? Ich habe gesagt, statt Fleisch noch mehr Gurken. Heute mehr eine Gurke drauf. Der hat, glaube ich, einfach das Fleisch runtergemacht. Schmeckt sehr, sehr lecker. Werde ich auf jeden Fall später noch verzehren. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle beende ich lieber das Video. Ist schon zu viel passiert. Ich werde wahrscheinlich angezeigt. Ich habe kaum noch Luft bekommen, weil ich jetzt hier eine Flasche Helium inhaliert habe. Am besten nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Ohne Beaufsichtigung ist das, glaube ich, nicht so gut. Ich hatte jetzt hier zwei Gentlemen und Gentlewomen, die auf mich aufgepasst haben. Hätte was passieren können. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen. Und vor allem, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das gerne kostenlos. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und da kommen auf jeden Fall sehr coole Videos noch. Jeden Donnerstag und Sonntag, dann sehen wir uns folglich am Donnerstag wieder. Also haut's rein, gerne abonnieren, gerne Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, welches Lied ich gesungen habe. Wir sehen uns sehr bald schon wieder. Ciao, haut rein und das geht gar nicht mehr richtig. Mensch, scheiße. Tschüss. Boah, ich hab mir beim Inhalieren ein Stück vom Hamburger verschluckt. Schnell, zudrehen. Ach du weh.